Enzo Enforcers. Jo, hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Schauen wir mal Quickie-Projekt. Das Spiel, was wir uns anschauen werden, man hat es eh schon gerade gesehen, aber wir schauen uns Lethal Enforcers an und zwar für die PS1. So, gleich vorweg möchte ich zwei Sachen kurz erwähnen. Punkt 1, wer jetzt nicht großartig Lust hat, mir beim Quasseln zuzuhören, weil ich die ganze Geschichte erzähle von dem Spiel und wir auf die verschiedenen Versionen eingehen und jada, der kann jetzt gleich vorschalten zu diesem Punkt im Video oder zu dieser Zeit im Video und da spiele ich das Spiel dann richtig. Gut, und die zweite Sache, was ich noch erwähnen wollte, ganz kurz, einfach nur zur Sicherheitshalber möchte ich erwähnen, von wegen, das ist ein Lightgun-Shooter, das heißt, falls irgendjemand da draußen, der gerade das Video zuschaut, irgendwie anfällig ist für epileptische Anfälle oder was, bitte jetzt abdrehen, weil es sich um einen Lightgun-Shooter handelt, da gibt es oftmals den Effekt halt eben, dass der Bildschirm aufflackert oder blitzt halt eben und dass da nichts passiert. Gut, müsste ich wahrscheinlich nicht, aber ist wurscht, ich habe mir gedacht, ich erwähne es trotzdem. Also da flackert es jetzt, bitte abdrehen, wer jetzt da in der Richtung Probleme hätte. Gut, dann können wir jetzt aber anfangen. Jo, Lethal Enforcers ist eben ein Lightgun-Shooter, ist 1992 in der Spielhalle erschienen und ist gemacht und veröffentlicht worden von Konami. Im Endeffekt hat eben 1993 ist das Spiel dann rausgekommen für Sega Mega Drive bzw. Genesis, Sega Mega CD bzw. Sega CD und fürs Super Nintendo ist auch rausgekommen. 1997 ist das Ganze dann auch noch für die PlayStation rausgekommen. Bei uns hat es ganz normal eben Lethal Enforcers geheißen und in Japan hat es geheißen Lethal Enforcers Deluxe, weil nämlich auf dieser, also in der PlayStation-Variante hast du Lethal Enforcers 1 und 2. Lethal Enforcers 2 ist 1994 in der Spielhalle erschienen. Aber um das geht es heute nicht. Lethal Enforcers. Der Kopf, der hinter dem ganzen Spiel steckt, heißt Yoshiaki Hatano. Ich wollte ein Bild einblenden, vielleicht habe ich noch eins gefunden. Sache ist, die halt eben 1991 oder 92 müsste es gewesen sein, hat er sich gedacht, er möchte ein neues Spiel kreieren und er wollte auf jeden Fall einen Lightgun-Shooter kreieren. Und er war ein riesiger Fan von den Dirty Harry-Filmen, oder beziehungsweise Clint Eastwood halt eben, Dirty Harry, Callahan. Und hat sich dann gedacht gehabt von wegen, hey ja, ich möchte unbedingt halt eben einen Lightgun-Shooter machen mit dem Dirty Harry Background, sage ich jetzt einmal, weil wie gesagt, das Spiel ist jetzt noch nicht, es ist an sich Dirty Harry, das schon, aber sie haben die Lizenz dazu nicht gehabt. Und hat er sich gedacht, ja, okay, machen wir. Und seine Vorstellung war aber die, dass das Spiel realistisch und ich sag jetzt mal, erwachsen ist und nicht halt eben knuffig oder was. Deswegen hat er sich damals gedacht, zumindest so habe ich es gehört und gelesen, dass er einen Full-Motion-Video-Lightgun-Shooter kreiert, à la Mad Dog McCree. Also sprich mit echten Schauspielern, echte Kulissen, yada, yada, yada. Das hat Konami damals abgelehnt, aber sie haben ihm zugesichert von wegen, hey, du kannst ruhig halt eben einen Dirty Harry Lightgun-Shooter machen, aber halt eben nicht mit Schauspielern. Ich nehme mal an, weil es zu viel gekostet hätte, weil im Endeffekt, du brauchst die ganzen Kulissen, du brauchst die Schauspieler, Regisseur, bla bla bla, und dann muss das Ganze auch noch halt eben in ein Videospiel verwandeln. Also die Programmierung kommt dann auch noch dazu. Was er dann aber zufällig erfahren hat, war dann, er hat ein paar Bilder gesehen und hat halt eben gehört, dass Midway an einem neuen Kampfspiel arbeitet, nämlich an Mortal Kombat. Und dort hat er dann gesehen gehabt, hey, vor Leiwand, die benutzen Fotos, also digitalisierte Fotos von Menschen und bauen die dann ein ins Spiel und somit hat man einen realistischen Look von dem Ganzen. Ist er dann damit zu Konami gegangen und die haben dann gesagt, ja, das können wir ruhig machen, ist kein Problem. Und Mortal Kombat ist, glaube ich, ein oder zwei Monate ist das vor Lethal Enforcers halt eben in der Spielhalle rausgekommen. So, also so viel dazu. Wie gesagt, der Automat 1992 rausgekommen, war sehr erfolgreich weltweit. Der Automat selber hat eben zwei Lightgun-Controller gehabt. Der Automat, der erste Automat ist mit Revolver-Controllern rausgekommen. Die Revolver waren angelehnt an einem Colt Python, soviel ich rausgefunden habe. Und spätere Automaten, auch bei Lethal Enforcers 2, waren dann Pistolen
Controller. Ich weiß jetzt aber nicht, an welche echte Pistole die angelehnt waren. Auf jeden Fall wurde das Ganze ja dann ab 1993 hat das Sega und Nintendo halt eben auch für die Heimkonsole rausgebracht und sie haben auch gleichzeitig damals einen eigenen Lightgun-Controller rausgebracht, der 1:1 ausschaut wie aus der Spielhalle. Das wäre jetzt da hier der sogenannte Justifier. Der Justifier eben gerade am, das war ja das, Super Nintendo hat ja quasi der Lightgun-Controller, den die gehabt haben, ich weiß jetzt gerade nicht, wer er geheißen hat, aber dieser Bazooka-Controller war ja das, den die gehabt haben, und am Sega hat es den Menacer gegeben, das war auch so ein großes Ding, das hast mit zwei Händen gehalten, jetzt nicht, weil es so schwer war, aber weil es so groß war, und hast du durchschauen können, so mit Fernrohr drauf oder Zielfernrohr, keine Ahnung was. Und das wollten sie aber nicht haben, sondern deswegen haben sie dann den Justifier rausgehauen. Sache war dann nur die, 1993 hat es dann eine Anhörung gegeben, ich weiß es gar nicht mehr, beim Senat, glaube ich, was, Senat oder Kongress oder was, bezüglich Brutalität in Videospielen, und weil die Videospiele damals, also die Heimvideospiele, hatten keine Altersfreigabe richtig. Also da war bei Fernsehfilmen und so irgendwas hast halt eben gehabt ab 16 oder halt eben in Amerika nur in Aufsicht mit den Eltern darfst du es da anschauen, ab 12 Jahre, ab 6 Jahre, bla bla bla. Aber bei Spielen haben sie es halt eben nicht gehabt. Und da war halt eben unter anderem bei dieser Anhörung war halt eben Liefel und Forces, gerade eben mit dem, ich nehme mal den da, mit dem Justifier halt eben, weil das zu realistisch ausschaut, halt eben, weil es einer echten Waffe nachempfunden ist. Und super, also Nintendo, beziehungsweise am Super Nintendo haben es auch den Justifier rausgebracht. Das ist eins der wenigen Spiele, wo der überhaupt funktioniert. Und bei der Anhörung ist halt eben um Liefel im Forces mit dem Justifier gegangen, dann war auch noch Mortal Kombat dabei auf jeden Fall und das Spiel Night Trap. Und im Endeffekt, was ich weiß, ist da einfach nur rausgekommen, hey, entweder die Videospielindustrie kümmert sich drum, also Sega und Nintendo halt eben, weil ansonsten muss die Regierung sich einschalten und das für sie übernehmen. Haben es dann auch gemacht und von da an hat es dann dieses Altersrating gegeben halt eben in Amerika. So, was könnte ich sonst noch erzählen? Weil ich habe irrsinnig viel aufgeschrieben. Was zum Beispiel interessant ist, ist ja das. Also wie gesagt, am Sega Mega Drive. Ah shit, das habe ich jetzt gar nicht da. Einen Moment. So, bin schon wieder da. Weil ich bin nämlich ein extrem großer Fan von der Spielreihe und ich habe mir extra alle Versionen, also fast alle, die es gegeben hat, irgendwie zugelegt. An sich, Liefel and Forces, ist damals nur, also der erste Teil ist nur mit dem Lightgun Controller, also mit dem Justifier veröffentlicht worden. Das ist jetzt die Sega Mega CD Variante, die in Europa rausgekommen ist. Dann, wie gesagt, Genesis oder Mega Drive, da, das ist halt eben jetzt nur die, das Modul, das ich habe, das habe ich mir irgendwann einmal nachgekauft. Und hier hat man die Super Nintendo Variante, wie gesagt, ist halt eben, das Spiel hat es nie alleine gegeben, sondern nur mit dem Justifier Controller. Man kann das Spiel aber auch mit einem normalen Controller auch spielen, überhaupt wenn man zu zweit spielt. Weil nämlich, das Lustige war ja das, den 1er Controller, sage ich jetzt einmal, oder den Controller für Spieler 1 hat es so zum Kaufen gegeben. Den Controller für Spieler 2, den musste man sich extra bestellen. Da hast du drinnen halt eben so ein Bestellkartel gehabt und den musstest du dann nachkaufen, weil nämlich der 2er Controller war der pinke. Das war irgendwie so, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben jetzt im Endeffekt, aber der Automat wurde damals so vorgestellt, also auf der Seite waren die Bilder drauf und da hat es auch eben diese Flyer gegeben von dem neuen Arcade-Automat und da war eine Frau und ein Mann drauf halt eben. Und die Frau hat einen rosa Top auch noch angehabt und deswegen haben sie sich gedacht, ja, Spieler 1 ist das Mandel und Spieler 2 ist das Weiberl. Ich weiß auch nicht, irgendwie so. Auf jeden Fall, was ich jetzt sehr lustig finde, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ist das, es ist wurscht, also Der zweite Controller, den kannst, also es wurscht, welchen du da bestellt hast, der funktioniert nämlich am Sega und am Nintendo gleichermaßen. Warum? Weil auf der Unterseite, das ist jetzt da halt eben ein Sega-Controller, hast du hier so einen Anschluss. Das schaut aus so wie ein Modem- oder Telefonanschluss. Und
den gleichen, also das Gegenstück hast halt eben hier und damit connectest du halt eben zum anderen Player. Auf Englisch sagt man dazu Daisy Chainern halt eben und dann kannst du das Ganze spielen. Was ja lustig ist, ist ja das, wenn du im Internet, also auf eBay oder was sowas verkaufst und du schreibst hin, dass der Nintendo Controller kriegst mehr Geld, als wenn du sagst, es ist der Sega Controller. Obwohl es wurscht ist, weil es hat nur einen Controller quasi gegeben, eine Controller-Variante vom zweiten. Jo. Gleich vorweg rufen wir jetzt noch gach weiter. Und zwar eben 1997 ist das Ganze ja dann halt eben für die PlayStation rausgekommen. Wie ich das erfahren habe, halt eben, und wie ich das gesehen habe, habe ich es mir damals dann sofort zugelegt. Das einzige Problem, was ich gehabt habe, ich konnte das Spiel nicht wirklich spielen. Warum? Weil ich den Gamecon Controller gehabt habe, diese Lichtpistole halt eben, die für Time Crisis zum Beispiel gemacht worden ist und so, oder für Point Blank oder was, und die funktioniert mit dem Spiel nicht. Da habe ich mir dann extra, jetzt habe ich es nicht ausgeräumt, aber da habe ich mir extra so Third Party, also so 0815 Lightgun habe ich mir gekauft, die schaut so aus wie die Walter PPK, glaube ich, heißt die ja, die der James Bond hat, so eine kleine halt eben. Und dort konntest du halt eben einstellen, ob es jetzt eine Namco emulieren soll quasi oder ob es Justify oder eine andere ist. Und dann konnte ich endlich das Spiel spielen und viele Jahre später dann, wie ich dann erst angefangen habe zum Sammeln, konnte ich dann endlich auch den richtigen Controller kriegen, weil nämlich auf der PlayStation gibt's ja keinen Justifier mehr. Nein, da haben's dann damals wobei es ist lustig, jetzt da gerade wo ich sehe, das finde ich echt lustig, da steht extra Justifier drauf. Das heißt, die europäische Variante war der Justifier, aber in Wirklichkeit heißt das Ding Hyper Blaster. Also zumindest in Amerika und in Asien, weil nämlich, das ist das nächste, erstens einmal, wie gesagt, das ist halt eben jetzt eine Pistole in grün gehalten und ja, schaut jetzt nicht so überdrüber mega cool aus oder was. Und ich habe aber noch extra die asiatische Variante und die wollte ich euch extra mal zeigen. Die habe ich mir auch nur einmal zum Spaß gekauft, aber ich finde die cooler. Jetzt nicht so viel cooler, aber sie ist cooler. Also das ist halt eben asiatisch, das ist mit dem Spiel Horned Owl, so die gehörnte Eule ist das halt eben, und der ist in so ein dunkelbläustig gehalten mit roten Knöpfen. Aber schaut viel cooler aus, aber da heißt der Hyper Blaster, also da steht es extra drauf. Deswegen, Entschuldigung, dass ich mich jetzt da verredet habe quasi, aber ich hätte mir gedacht, Justifier war halt eben, wenn man so will, jetzt 16-Bit und drüber war dann halt eben der Hyper Blaster. Aber egal. Wie gesagt, so viel dazu. Jetzt für dieses Video, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, bevor wir weitermachen mit den restlichen Sachen, die ich erwähnen wollte, ist das, ich habe was gemacht, was man vielleicht nicht machen sollte, ist nämlich das, der Justifier hat eben für die PlayStation, der hat drei Knöpfe, du hast den Abzug, du hast hier einen Startknopf und du hast hier hinten hast du noch einen Knopf, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt oder was der kann, ist der Kreisknopf, okay. Der Justifier fürs Mega Drive, der hat nur zwei Knöpfe. Du hast halt eben den Abzug, das ist quasi der A-Knopf, und du hast einen Startknopf. Was ich jetzt gemacht habe, ist das, ich habe die Innereien vom Justifier genommen, also sprich vom PlayStation Controller, und habe die da reingepflanzt und umgekehrt habe ich mal nur geschaut, ob es geht. Wird gehen, wenn man es modifiziert. Also nur für Leute, die es nachmachen wollen. Ich habe mir jetzt einfach nur einen Spaß erlaubt, weil ich wollte das Spiel mit dem Original-Controller spielen und nicht unbedingt damit. Und vielleicht noch für ein anderes Projekt, mal schauen. Und wie gesagt, weil du hast ja da drinnen halt eben vorne diese Lichtdiode halt eben mit dem Steuerungsboard hast drinnen, dann hast halt eben noch unten ein eigenes Board für die Knöpfe halt eben da und da und dann da unten halt eben hast die ganze Connection und das restliche Steuerboard, wo alles zusammenkommt quasi. Und beim Original-Controller hast du da dann noch den Anschluss für den zweiten. Und wie gesagt, ich habe geschaut und in dem Justifier ist alles ein bisschen enger beieinander. Das heißt, die Kabel sind noch viel kürzer. Deswegen kannst du nicht einfach hergehen und das Ganze 1:1 rüberhauen in die PlayStation-Controller, weil du müsstest die verlängern. Aber umgekehrt geht es wiederum, weil dort sind es länger. Das heißt, ich musste da alles ein bisschen
hineinzwängen, aber es hat funktioniert. Wie gesagt, es ist nur ein Spaßprojekt, was ich da gemacht habe. Später werde ich das Ganze wieder reversieren. Das Einzige, was jetzt da ist, ich habe keinen dritten Knopf, weil da habe ich mir auch noch überlegt, dass ich den komplett ummodifiziere. Aber ich wollte ihn dann nicht zerstören, jetzt nur aus Jux und Dollerei, weil ich es kann. Deswegen so viel dazu. Aber er funktioniert. Das Einzige, nur sage ich gleich, so wie ich jetzt da sitze und wir uns das anschauen im Hintergrund oder was, ich kann so nicht spielen, weil ich pick genau vom Fernseher. Und das kann nicht einmal der Fernseher oder der Controller kann das, das Signal ist zu kurz einfach. Also jedes Mal, wenn ich jetzt so sitzen würde und feuern würde, der da dauernd nachladen, ich brauche einen gewissen Abstand, dass ich das überhaupt spielen kann. Und ich wollte es stylistisch spielen, also da, so viel dazu. Gut, jetzt können wir aber mal kurz zum Spielen kommen. Also wie gesagt, es ist halt eben Dirty Harry, wobei ich zugeben muss, das ist halt eben typisch Lightgun-Shoot und, Entschuldigung, das hätte ich eigentlich auch noch erwähnen können, habe ich teilweise eh schon, aber wie Konami dem Hatano das verwehrt hat oder abgelehnt hat von wegen, wegen einem Full-Motion-Video, dass die Version, die wollen es nicht machen, weil die zu teuer ist oder was auch immer, er wollte auf jeden Fall nichts Knuffiges machen, wie jetzt zum Beispiel beim NES, also das Duck Hunt oder Hogan's Alley. Also er wollte nichts mit Comic-Grafik, deswegen er wollte unbedingt realistisch, vielleicht ein bisschen brutal haben, eben à la Mortal Kombat oder was. Und deswegen halt eben hat er sich dann für diesen Look entschieden. Ja, aber du bist halt eben ein Polizist und kämpfst gegen das Verbrechen. Ich habe irgendwo mal gehört, dass das Spiel sogar eine echte Story hat. Das heißt, du, zumindest der männliche Charakter, hat einen Namen und es gibt wirklich eine Background-Story, dass du halt eben irgendein Drogenkartell oder was sollst zur Strecke bringen. Was aber Blödsinn ist, weil ich habe leider nicht die Anleitungen, aber ich habe es im Internet durchgelesen. Am Sega CD, also wurscht eigentlich, in der Sega-Variante und der Super Nintendo-Variante steht einfach nur drinnen, von wegen, du bist der Neue bei der Force, also bei der Polizei, und dein Captain sagt nur zu dir, ja, die Leute da draußen sind fast alle nur mehr Verbrecher und die glauben, sie können tun und lassen, was sie wollen, aber das spielt sicher nicht. Geh raus, tu deinen Job und wenn irgendeiner deppert ist, fetz am Zahn. So ungefähr. Nicht 1:1, aber ungefähr. Und in dem Spiel hat man jetzt da, im Endeffekt sind es 5 Level plus einem Trainingslevel. Also wenn man will, kann man sagen 6 Levels. Und die Levels sind teilweise in Stages unterteilt. Das heißt, du hast das erste Level, das ist der Bank Robbery, also der Banküberfall hat 3 Stages. Der zweite ist Chinatown Assault, also Chinatown Angriff halt eben oder Schlacht, was auch immer. Die hat 4 Stages, dann hast Hijacking, das ist eine Flugzeugentführung, hat auch 4 Stages, dann hast Drug Dealers, also Drogenbarone oder Drogendealer eigentlich halt eben, hat auch 4 Stages und das letzte ist das Chemical Plant Sabotage, also Chemiefabrik-Sabotage und das hat auch 3 Stages. Da kann ich noch kurz erwähnen, von wegen beim Super Nintendo haben sie das Spiel ein wenig entschärft oder jetzt wollte ich schon sagen, kastriert. Sie haben es, wie sagt man das gerade? Ich bleib da mal dabei, also sie haben es entschärft. Das ganze Blut ist von Rot auf Grün gewechselt worden, wenn überhaupt eins ist. Und zum Beispiel Chinatown Assault, das heißt irgendwie anders. Und die Drug Dealers heißt auch irgendwie anders. Also so ein paar Kleinigkeiten haben sie so. Aber sonst ist das Spiel eigentlich relativ gleich. Ich könnte jetzt einmal kurz vielleicht ein bisschen umschalten und ganz kurz auch dann auf die verschiedenen Varianten eingehen. Oder nein, machen wir mal kurz weiter. Das sind halt eben diese 5 Stages. In den Optionen kannst du dann noch einstellen, das konnte man glaube ich auch beim Arcade-Automaten, ob du das Spiel im Arcade-Modus spielst oder im Street-Modus. Der Unterschied ist einfach das, wenn du einen Arcade-Modus nimmst, spielst eine Stage nach der anderen, bist fertig, bist mit dem Spiel und natürlich am Ende jeder Stage oder jedes Levels kämpfst du gegen einen Boss-Charakter. Das hätte ich vielleicht auch noch erwähnen können. Und wenn du die Variante Street nimmst, dann kannst du immer dir aussuchen, welche Stage du spielst und wenn du fertig bist mit einer oder welches Level du spielst, wenn du fertig bist mit einem, dann kannst du das nächste aussuchen.
Bei dem Spiel gibt es halt eben wahrscheinlich auch, weil es ein Arcade-Spiel ist, gibt es verschiedene Ränge, die man erreichen kann. Also man fängt als Patrolman an, dann kann man Detective werden, Sergeant, Lieutenant, Captain und Commander. Ändert aber ansonsten nichts, also nicht einmal in der Highschool oder was. Ja, schon hast du es daneben stehen, aber es ändert nichts an deinem Punktestand, weil das Spiel ist ja nun mal ein Arcade-Spiel. Und man kann Zusatzwaffen halt eben ergattern oder finden in dem Spiel, weil man spielt das Ganze halt eben mit seinem 38er Service Revolver, dann kann man noch bekommen eine 357er Magnum, eine Halbautomatikpistole, eine Schrotflinte, ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole, einen Granatwerfer und das war's. Sorry, weil ich hatte nur dann noch dann hingeschrieben, kann nicht nachgeladen werden. Bis auf die Maschinenpistole und den Granatwerfer kannst du alle Waffen immer wieder nachladen. Das macht man ja beim Lightgun-Shooter meistens, wenn man neben den Monitor oder den Fernseher halt eben den Abzug betätigt. Also bei ganz alten Sachen wie Duck Hunt oder so irgendwas, da bist du limitiert, aber da ist es halt eben so. Und sobald du einmal getroffen wirst, verlierst du die Waffe. Das ist halt eben auch irgendwie ganz normal wie bei anderen Sachen halt eben. Oder bei anderen Spielen. So, das ist jetzt mehr oder weniger alles, was ich mal hierzu aufgeschrieben habe, weil es gibt ehrlich gesagt auch nicht mehr zu erwähnen. Ich kann noch erwähnen oder spoilern, dass der zweite Teil von Lethal Enforcers, der hat dann im Wilden Westen stattgefunden und das wurde aber von wem anderen gemacht. So, jetzt können wir noch ganz kurz auf die verschiedenen Varianten eingehen. Also spielen werde ich jetzt dann Tester, die PlayStation 1 Variante, weil ich finde, die ist Arcade Perfect. Also Soundtrack, Soundeffekte, Grafik, alles pipi-fein wie in der Spielhalle. Bei den anderen Varianten, ja, schauen wir uns kurz einmal die Mega Drive oder Genesis Variante an, also die Modul-Variante. Die Grafik ist auf jeden Fall, also bei den ganzen 16-Bit-Systemen, wurscht ob auf Sega oder auf Nintendo, ist die Grafik ein wenig abgespeckt worden, auf jeden Fall. Was zum Beispiel auch wegfällt, ist, dass wenn man in der Arcade-Variante oder PlayStation-Variante irgendwo hinschießt, im Vordergrund halt eben irgendwas, Tische oder sonst irgendwas, hast Einschusslöcher. Das hast bei beiden Varianten nicht. Und gerade bei der Sega Genesis oder eigentlich auch Mega CD Variante muss man auch zugeben, sind viele Sachen weggefallen oder so Zusatzsachen, die man normalerweise im Level hat. Also beim Bank Robbery bist in der zweiten Stage hinter der Bank und da hast oben so eine Alarmanlage, zum Beispiel die Glocke von der Alarmanlage, und die kannst du in der Arcade Variante runterschießen. Dann hast du über der Tür hast du so einen Türstopper, den kannst du auch unterschießen. Das sind so extra Items halt eben, die bringen da 2 Punkte mehr als irgendein Maxl, was zusammenfetzt. Und das ist zum Beispiel bei den Sega-Varianten komplett weggefallen. Der Look an sich, bis auf das, dass er jetzt nicht ganz so detailreich ist wie in der Spielhalle, ist auch sehr dunkel ausgefallen. Aber es ist immer noch schön, rein grafisch gesehen ziemlich schön. Und die Mega Drive Variante hört sich gar nicht mal so schlecht an. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es großartig einblenden werde, aber wahrscheinlich schon. Natürlich am Sega CD ist der Soundtrack um einiges besser und mehr angelehnt am Spielautomaten, weil das Ganze halt eben mit CD-Audio-Qualität aufgenommen worden ist. Nur ganz kurz, falls ihr jetzt da irgendwie anfangt, hey, das auf dem Sega CD schaut schierer aus oder nicht ganz so schön wie am Mega Drive oder die Modul-Variante. Das hat damit zu tun, die Modul-Variante eben vom Sega Mega Drive, sage ich jetzt einmal, und auch vom Super Nintendo habe ich mit dem Retro Freak aufgenommen. Das ist eine Emulator-Geschichte halt eben in Konsolenform. Und die bietet einem ein perfektes Bild und das kann man auch perfekt aufnehmen. Und im Falle von der Sega Mega CD Variante habe ich das Ganze auf meinem Sega Multimega oder was der Mega CD 2 ist, mir jetzt wurscht, habe ich es auf der Originalkonsole aufgenommen. Da musste ich es halt eben quasi, ich weiß jetzt nicht mehr, was das Kompositsignal oder vielleicht sogar das Super Video Kabel, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe es damals vor Ewigkeiten, das habe ich vor 6 Jahren aufgenommen, die anderen Sachen, weil ich da vor Ewigkeiten auch schon ein Video drüber machen wollte. Also so viel dazu.
Was ich noch auch kurz erwähnen könnte, das hätte ich vielleicht auch schon längst sagen können, man hat es eh schon oft genug gesehen, dass man muss halt eben die Bösewichte zusammenfetzen in dem Spiel und darf ja keine Zivilisten oder andere Polizisten zusammenfetzen. Wenn man das macht, verliert man ein Leben und ich glaube sogar, man verliert auch die Waffe. Und gerade im ersten Teil vom Spiel helfen es einem eh sogar ein bisschen die Programmierer halt eben dem Spieler, weil die ganzen Bösewichte tragen alle eine Kopfbedeckung bzw. haben irgendeine Art von Brille auf. Entweder eine Sonnenbrille, so Skimasken haben sie auf oder damit Gasmaske. Was gibt's noch? Na, das war's eigentlich. Also die haben irgendwas pickt einer im Gesicht. Und alle anderen, die Zivilisten überhaupt, die sagen auch von wegen bitte nicht erschießen und keine Ahnung was. So, jetzt gehen wir noch ganz kurz auf die Super Nintendo Variante ein. Die Super Nintendo Variante finde ich überhaupt lustig, weil die rennt um einiges langsamer als jetzt die Mega Drive Variante oder überhaupt die Playstation Variante. Das heißt, ich finde die ist auch um einiges leichter. Sie schaut bunter aus. Farbenfroh auf jeden Fall, aber ist halt eben tensiert, wenn man das so will. Aber ist auch, hört sich nicht schlecht an, schaut auch gut aus. Ich weiß aber nicht, irgendwie vom Look her, an einem Tag gefällt mir die Sega-Variante besser, am anderen Tag die Super Nintendo-Variante. Aber definitiv, weil sie langsamer läuft, ist die Super Nintendo-Variante um einiges leichter. Auch ein großer Unterschied, ich weiß nicht mehr ganz auswendig, aber wie man die ganze Zeit sieht bei der Playstation-Variante, also vielleicht weiß ich nicht, was ich gerade eingeblendet habe, aber bei der Playstation-Variante fangst du mit 30 Credits an, also 30 Chitons oder was auch immer hast reingehauen in den Automaten. Bei der Sega-Variante, glaube ich, waren es 5 Credits und bei der Super Nintendo waren es 4 oder umgekehrt. Und du kannst doch viel weniger einstellen. Also wenn ich mich richtig entsinne, bei der Super Nintendo Variante kannst du nur den Schwierigkeitsgrad einstellen. Da hast du aber glaube ich auch nur Easy, Normal und Hard. Und den Sound kannst testen. Bei der Sega Mega Drive und der Sega Mega CD oder Genesis Variante ist jetzt ja wurscht. Ich weiß nicht, ob es mehr Schwierigkeitsgrade gibt, aber du kannst auf jeden Fall noch den Spielmodus wechseln zwischen Street und Arcade Mode. Jetzt können wir noch ganz kurz auf die Super Nintendo, auf die Playstation-Variante kommen. Sorry, ich komme da durcheinander mit den ganzen Varianten. Dann werde ich mal kurz reingehen, nämlich, und schauen wir uns kurz an, was bei der Playstation-Variante gibt. Hör auf! So, also da können wir durchgehen. Ich gehe mal auf die Optionen. Und hier können wir zum Beispiel eben den Game-Mode einstellen. Wieder falsch gemacht, mit Start macht man das Ganze, dass man aktiviert, also Arcade oder Street halt eben. Blut können wir ein- und ausschalten, ganz ernsthaft, es macht nicht viel Unterschied. Ich werde es zwar einschalten, aber im Endeffekt ist es nur, wenn du jemanden triffst, dann hast du normalerweise so ein Trefferblitz. Eben entweder rot oder blau, je nachdem welcher Spieler du bist. Und wenn du das Blut einschaltest, hast du noch so einen roten Splat dabei. Mehr ist es nicht, aber ich werde es trotzdem aktivieren. Dann können wir halt eben die Lautstärke einstellen von der Hintergrundmusik und den Soundeffekten und wir können den Schwierigkeitsgrad einstellen. Mehr gibt es eigentlich eh nicht. Ja, kalibrieren ist auch wichtig halt eben, mache ich aber nachher. Und wenn wir jetzt auf den Schwierigkeitsgrad gehen, da gibt es extrem viele, weil du hast du hast easiest, also am leichtesten, sehr leicht, leicht, mittel, mittelschwer, schwer, sehr schwer und am schwersten, also mördermäßig viel. Interessanterweise die einzigen Unterschiede oder der einzige Unterschied zwischen diesen ganzen Schwierigkeitsgraden ist erstens mit wie viele Hitpoints du anfängst, weil du hast ja dem so, ja, Hitpoints nenne ich es, die du pro Continue bekommst. Und das zweite, was ist einfach nur das, wie stark der Endboss ist in jedem Level. Wenn du den auf Easiest gibst, dann glaube ich brauchst 6 Treffer, vielleicht 7, wenn es hochkommt. Wenn du auf Hardest gehst, braucht er glaube ich 90 Treffer. Also das ist dann wirklich schon tough. Aber unterm Spiel, es rennt alles immer komplett gleich ab. Also das ist quasi choreografiert immer gleich, wo die Leute raufhupfen, wer in welcher Reihenfolge raufhupft. Und
Also wenn es wirklich so ist, dann wäre das nur Millisekunden, dass ein Unterschied bestehen würde zwischen ganz leichten Schwierigkeitsgrad und schwersten Schwierigkeitsgrad, dass die Makseln vielleicht um einen Hauch von einer Millisekunde früher schießen. Treffen dann's alle. Sobald einmal einer einen Schuss abgibt, verlierst du dein Leben. Also das so viel dazu. So, jetzt glaube ich, habe ich aber extrem viel zu dem Spiel erzählt, was wahrscheinlich keiner wissen wollte. Ich kann jetzt da kurz reinhupfen. Ich habe schon kalibriert, aber wie gesagt, aus der Entfernung, das schaut einfach bochen aus. Also, wenn du so da sitzt als Erwachsener, ne, das, man, ja, da macht keiner Lulu vor dir, halt, wenn du so sitzt mit dem Justifier halt eben und anders vielleicht so spielst. Deswegen, das wollte ich mir jetzt auch nicht geben oder ich will euch das ersparen. Aber rufen wir ganz kurz rein, halt eben. Ich weiß gar nicht, ob ich da großartig viel erwischt. Ja, also ein bisschen was würde ich erwischen. Da ist es eben auch cool, dass du Fensterscheiben hast und es gibt noch andere Sachen, die man zusammenfetzen kann. Kameras und sonst irgendwas. Und halt eben, was mir taugt, sind auch die ganzen Einschusslöcher, die bleiben. Aber die bleiben nur im Vordergrund. Wenn es da hinten irgendwo drauf fetzt, dann erwischt nichts. So. Wie gesagt, jetzt möchte ich das Ganze richtig spielen, aber ich möchte es auch stilistisch richtig spielen. Das heißt, ich werde mir jetzt da umdirndeln, für den Fall der Fälle, dass jemand nicht weiß, was umdirndeln heißt. Ich mache einen Stoffwechsel und stelle den Fernseher auch woanders hin und so irgendwas, werde mich in Schale werfen und ja, dann spiele ich das Ganze richtig, so wie es ich finde, das gehört. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. So, nach langem Hin und Her habe ich es endlich zusammengebracht, dass alles funktioniert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Kabelsalat da gerade rumsteht. Und Sache ist die von wegen, wie man jetzt sieht, ich stehe hier da mit dem Hyper Blaster, also sprich die japanische Variante vom Justifier. Sache ist die, den Justifier Controller, was ich quasi umgebaut habe, wenn man so will, ich habe eigentlich nur die Gehäuse gewechselt, der spinnt gerade. Natürlich beim Aufnehmen spinnt er. Ich habe den Controller glaube ich vor 4 Wochen umgebaut, getestet, funktioniert einwandfrei. Sogar gestern, wo ich den Rest aufgenommen habe von dem Video oder den Anfang von dem Video, hat er auch noch funktioniert. Und jetzt gerade, wo ich aufnehmen wollte, ich habe sogar Playstations getauscht und Controller, also die Kontakte noch gereinigt und bla bla bla. Er funktioniert zwar, aber er funktioniert nur 3 cm vom Bildschirm entfernt. Ansonsten funktioniert er nicht. Deswegen musste ich jetzt zurückgreifen auf diesen hier. Finde es halt eben lustig, weil eine Sache, warum ich den Controller auch so umgebaut habe, war das, mein Schulterhalfter kann so einen Justifier Controller halt eben oder Revolver Controller ist perfekt dafür. Der Hyper Blaster oder halt eben eine Pistole passt da nicht rein. Das heißt, den gehen wir weg. So, ich muss eben mit meinen ganzen Kabeln aufpassen. Was ich jetzt auch machen kann, das ist wenigstens live und schaut wenigstens aus, als wenn man am Schießstand war, mit den Ohrenschützer, ist natürlich ja nur, dass ich auch was höre halt eben und dass ich mein eigenes Signal nicht belästige mit doppelter Audio. Gut, auf jeden Fall hätte ich mir gedacht, wir machen auf jeden Fall eine Arcade-Mode, dann natürlich machen wir Blut ein. Ich habe gerade kalibriert und ich würde sagen, wir lassen den Schwierigkeitsgrad auf Medium. Also irgendwas mit schwer nehme ich gar nicht. Wie gesagt, das Spiel ist gleich, das Einzige nur halt eben wegen die Endgegner. Hätte ich mir gedacht, dass ich mir da ein bisschen
Nein, ist wurscht, wir spielen es auf Medium. Den Arcade-Automaten kann man auch so einstellen. Noch eine Sache, ich sag's gleich, ich bin kein Fan von Krawatten. Das ist eine der wenigen Male, wo ich eine Krawatte selbst gebunden habe und angezogen habe. Also falls die Länge nicht stimmt, aber im Endeffekt, sag ich jetzt mal, ich bin ganz unten am Limit, ich kann die nicht noch kleiner machen oder was. So viel dazu. Und ohne jetzt mich nochmal 100 Mal zu entschuldigen, was da nicht passt, alles in meinem Video, würde ich mal behaupten, wir hupfen rein ins Spiel. Und dann mal was. Ist auch den Automaten, habe ich und mein Bruder in Amerika gespielt. Muss 93, 94 gewesen sein. Und wir haben viele Vierteldollar da reingehaut und wir haben ihn auch durchgespielt. Aber es hat halt eben auch viel gekostet. So. Streifschuss. Ja, und wie man eh sieht, jetzt da halt eben mit der Magnum, du hast einen größeren Radius, du hast doch eine größere Durchschlagskraft, aber das hilft nur was beim Endgegner. Ach Gott. Und da habe ich halt eben die Kamera zusammengefetzt. Alter! Und ja, ich könnte mir mit Zielen arbeiten, aber im Endeffekt, wenn es... das geht wirklich auf die Nerven, sage ich jetzt mal. Nicht... das von wegen, Alter, das geht mir auf die Nerven, sondern es geht wirklich auf die Augennerven. Oder zumindest, ich bin schon alt erst. Und Schaß, oh Gott, werde ich auch langsam. So, das war jetzt das zum Beispiel bei der Tür, bei dem dieser Türstopper oder was immer das ist. Da war eine Automatik drinnen. Und bei der Automatik zum Beispiel, die hat, was ich weiß, glaube ich, die gleiche Durchschlagskraft, falls das überhaupt mal... Ja, es war klar, erst, dann stell dich nicht in den Weg. Das ist manchmal wirklich sehr unfair gemacht von dem Spiel. Eh klar, ich spiele Halle. Aber jetzt zum Beispiel habe ich die Dame leider getroffen, weil wenn du hast nur ein Mini-Zeitfenster, wo du den Bösewicht in der Tür erwischen kannst. Das ist wirklich minimal. Und wenn du das verpasst, entweder verlierst du ein Leben halt eben, oder du fetzt die Alte zusammen. War eh nur ein Streifschuss. Nehme ich mal an. Und ich sag's auch gleich, halt eben, weil ich so ein bisschen ein Mischmasch gemacht habe, ich schaff's nicht zum Keller hin oder zum Dirty Harry und ich schaff's auch nicht zum Sledgehammer, deswegen bin ich der Dirty Gary. So. Ja, und bei den Autos kann man halt eben, die kann man ein bisschen zusammenfetzen, wenn man das will. Und die Motorradfahrer, die sind immer böse. Also deswegen weiß ich von wegen, den kannst du zusammenfetzen, weil er auch einen Helm auf hat, ne? Hey, ich habe sogar noch die Automatics, fällt mir gerade auf. Aber meistens ist er Blödsinn, wenn man die ah, scheiße. Wäre einmal gewesen, dass ich vielleicht bis zum Endgegner komme mit einer extra Waffe.
Wenn man die Reifen zusammenfällt, weil dann hast du das eigentlich schwieriger zum Zielen, ne? Etwas leichteres nehmen sollen. Jetzt sieht man eh, wie viel man schon allein für den braucht. Ja, eine Dame haben wir getroffen, deswegen da werden wir sicherlich einen Rang wieder verlieren. Und ich habe schon so oft probiert bei dem Spiel halt eben die Accuracy. Ich glaube 65 war mein Bestes, was ich jetzt angebracht habe, weil am Anfang probierst du das, aber wie gesagt, man wird halt eben dann ja, unkonzentriert oder schwächelt dann halt eben irgendwann einmal mit der Genauigkeit. Und irgendwann geht es dann am Nerv und dann schießt halt eben mehrfach, weil du keine Leben verlieren willst, ne? So, Chinatown assault. Und irgendwann weiß ich auch nicht mehr, wie ich dastehen soll. Da ist zum Beispiel unfair, wenn oben irgendjemand in den Fenstern ist, weil du siehst das nicht. Okay, so haltet man keine Waffe, aber bitte. Ah, fuck! Fuck, der alte Mann! Der hat sicher auch Dreck am Stecken gehabt, nur er wollte gerade nicht eingreifen, das war alles. So, da hat man Schrotflinte, die habe ich auch urgern. Nur die verliere ich ganz schnell. Okay, also. Ist aber unfair, wieso ist das hinter den Credits? Also von wegen die Anzeigen sind vor den Bösewichten oder vor den Zielen, deswegen. Da, bei derer zum Beispiel halt eben, wo ihr sollst wissen, dass das jetzt ein Böse war. Sicherlich, ihr könnt es zurückdrehen und so irgendwas, ne? Aber ich sehe das nicht. Die Schrotflinte habe ich urgern. Die Drachenlady. Ja, weil ich aufpasse, dass ich keine Zivilisten zusammenfällt. Weißt, das ist. Gott, diese Zivilisten. No? Alter, wüsst mich ver... Na, da müssen einige Leute ihr Leben lassen, ha? In der Stadt. Schlimm, ist echt schlimm. Thank you.
Kann ich doch! Alter, so viele Fahrkarten. Magnum! Teilweise der Blitzrad. Alter, der hat eine Kamera gehabt, das siehst du ja hinter dem Glasl nicht. Was soll denn das? Kommst du nochmal? Ah, okay. Ich hätte mir gedacht, er kommt nochmal mit seiner Geisel. Aber man sieht eben, ich schwächle schon. Also die Accuracy wird immer schlimmer. Ist aber auch, es ist ja wirklich anstrengend, wenn du die ganze Zeit so dastehst. Da zählt sie so alle immer. Und hinter dem schlafenden Sandler halt eben müssen sie sich alle verstecken, ne? Damit man ja zusammenfetzen. Das war schon wieder irgendein blöder Fotograf. Plus, es geht ja der Schuss geht ja auch durch die Bösen, was ich weiß. Alter. So, Drachenlady haben wir auch wieder. Ja, genau, drop your weapons. Die Messerwerfer, die sind ja eh halbwegs leicht, weil selbst wenn die feuern, hast du noch Möglichkeiten, das Messer zusammenzufetzen. Was du in Wirklichkeit nicht wirklich hast, aber bitte. Aber im Endeffekt muss man ja auch zugeben, wurscht, ob das jetzt ein Kellerhandspiel ist oder von mir aus Sledgehammer oder was, im Endeffekt von wegen, das muss so posttraumatischer Albtraum sein von dem jeweiligen Charakter. Weil im gegen so viele Maxeln, das ist so ein Rambo-Szenario. Ne? Bei Dirty Harry oder was, ja, sicherlich hat er mal gegen ein paar Maxeln kämpft oder was gleichzeitig, aber das waren vielleicht 3 und nicht 20. Man muss treffen, das Messer, ne? Das ist halt eben das Nächste. Was? Wer? Wo? Alter, der ist außerhalb vom Bildschirm, wie soll ich den erwischen? Das ist nochmal eine Auto. Ah, automatisch. Cool, dass ich mal die Automatik hab. Ja, da hatte ich sie. Der Bösewicht oder der Endboss alleine ist ja zu schwach. Ne? Der braucht ja hier unbedingt Hilfe. Ja. Malus sind. Bis auf das, was der aushaltet, halt eben, aber die Normalos sind schlimmer als der Endboss.
Ich brauche bald eine Pause hier. Mir fallen die Ohren schon. Und es ist wurscht, glaube ich, ob du mit Gesicht schießt oder am Körper triffst, der verliert immer gleich viel. Ich hätte es auf easy stellen sollen. Was für ein Workout. 795 Schuss abgefeuert. Und die halbe Population von der Stadt zusammengefetzt. Mit den Hits. Rambo wäre stolz auf mich. Ja, für ein Omelett muss man auch ein paar Eier zerschlagen, oder? Meine, okay, gut, kommt nicht so gut im Bericht oder in der Zeitung, ja. Hijacking. Aber ich glaube, danach werde ich eine Pause brauchen, das wird sonst nichts. Ja, rennt das seelenruhig durch die Gegend daher, Captain. Ups. Das steht genau dahinter. Teilweise siehst du das ja nicht einmal, so klar sind die schon geworden. Da ist eh klar, von wegen, wie kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen bei Lightgun-Shootern. Erstens, du hast noch mehr noch mehr Feinde rein. Und halt eben, du machst die Ziele immer kleiner. Das ist das Grundrezept halt eben, wie man einen Lightgun-Shooter schwerer macht. Oder halt eben irgendwelche Ziele, die nur für einen Bruchteil einer Sekunde aufpoppen. Alter! Ja! Wir wissen es, wir haben einen Zivilisten zusammengefetzt. Zumindest einen Arbeiter vielleicht sogar. Ist ja das Gleiche, aber... Wer, wo? Alter! Genau in dem Moment, wo ein schwerer Gegner kommt, quasi, einer, der mehr aushaltet, muss ich die Ding verlieren. War ja klar. Pack! Fuck! Ich weiß, er hat Don't Shoot gesagt, aber ich habe ihm nicht geglaubt.
sage, die Konzentration lässt schon ein bisschen nach. Und das ist ja ein Albtraum, ne? Achso, den haben wir ja nur einmal, genau, den können wir ja gar nicht nachladen. Haha, ja genau, jetzt müssen wir noch die Typen im Flugzeug und den Obermod, dem oder den Endboss am Flügel zusammenfetzen. Oh, Alter. Well, nice. No? Der ist nur ein bisschen leicht, kommt mir vor sogar. Situation under control. Unit 5 out. Gut, wie viele haben wir zusammengefetzt? Zwei oder drei? Leider. Aber schau da an, wie viele Bösewichte wir zusammengefetzt haben. Ja, also die Relation ist immer noch sehr gut. Ja, es sind eh nur zwei gewesen. Ich muss aber zugeben, ich habe es noch nie zur Commander geschafft. Also ich glaube, Lieutenant war das Beste, weil ich habe immer irgendwo irgendeinen Unschuldigen leider erwischt. Gut, ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz Pause, weil eben ich halte nicht mehr allzu lang durch, dass ich mir ein bisschen verschnaufe und dann machen wir weiter und machen wir noch einen Rest, gell? So, Mini-Pause ist vorbei. Ich hoffe, ich muss nicht neu kalibrieren, weil ich vielleicht 1-2 cm davor stehe oder wo auch immer. Also machen wir weiter. Ja, schaut aber gut aus.
Ja, friss Blei, ja, friss Blei. So sagst du das dauernd. Stimmt ja eh nicht. Okay, da ist nichts drinnen. Der ist genau hinter der Kiste, Alter. Da der nächste. Gebiete! Puh, zum Glück hat man 30 Credits. Ich meine, gut, ich bin erst bei 22, aber trotzdem bist du deppert. Immer gleich die Fensterscheiben zusammenfetzen, weil dann sieht man wenigstens mehr. Also wenn da oben irgendwer ist, auf dem ersten Stock, die siehst du nicht. Alter, wie kann man so daneben schießen? Bitte herrscht! Kann nimmer mehr. Wie gesagt, ich habe noch eine kurze Pause gemacht von 10 Minuten. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. An sich, das ist mein Lieblings-Lightgun-Shooter of all time, aber halt eben die späteren Levels, die nerven. Also nerven. Es ist einfach dann nur lächerlich, wie viele Bösewichte da sind. Immerhin die Geisel haben wir nicht zusammengefetzt. Also. Und was sie auch noch halt eben zensiert haben, aber das haben sie glaube ich überhaupt in fast allen Ländern rausgenommen, ist Die Pig, haben die am Anfang gesagt. Die Bösewichte. Und das, weil halt eben Pig für Polizisten ist in vielen Ländern oder halt eben ein Schimpfwort für Polizisten, haben sie es rausgenommen. Ja, wer bist denn du, oder? Da möchte ich gern Terminator. Puh, 37, es wird immer schlimmer mit meiner Accuracy. Let's go! Let's
Weil den habe ich gar nicht gesehen. Ja, da oben ist wieder einer. Wie viele Leute da reingehen hier in einen Sportwagen, in einen Zweisitzer? Na? Und Zwillinge auch noch drinnen. Alter, was soll das? Den habe ich doch getroffen gehabt. Gut, zum Glück habe ich jetzt den Typen im LKW nicht zusammengefetzt, weil eigentlich habe ich gedacht, da kommt was. Puh. Oh Gott. Der ist ja lustig, weil im Endeffekt muss den Helikopter an den richtigen Stellen zusammenfetzen, dass da irgendwas passiert und nicht erben. Also hilft es mir nichts, wenn ich die ganzen Diener zusammenfetze. Das ist halt eben auch so ein unfairer Endboss eigentlich, weil der fetzt sich dann zusammen und entweder gehst du nur auf die Kugel, was im Endeffekt ein Sisyphus-Kampf dann wird, weil im Endeffekt bringst du nichts weiter, oder du vergisst drauf und lässt dich komplett zusammenfetzen, aber schaust, dass du die Arme zusammenfetzt. Und der letzte Endgegner ist eigentlich auch sehr, sehr nett gemacht, weil du kämpfst gegen einen Apache-Hubschrauber und musst ihm die ganzen zuerst die ganzen Waffenmechanismen musst ihm zusammenfetzen. Das heißt, auf der Seite die Sidewinder, auf unten nehme ich mal an, entweder hat er auch Sidewinder oder hat er halt eben die Maverick-Raketen drauf, das Maschinengewehr musst ihm vorhin zusammenfetzen und dann zum Schluss öffnet sich die Kanzel und dann kannst du ihm zusammenfetzen, weil er dann auch noch mit dem Maschinengewehr drinnen hockt. Aber wir haben hier mit Nachtsichtgerät kämpfen wir ja da. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Bei den Anzeigen ist es wirklich ein Schatz. Ich meine, hier geht es noch halbwegs, dass ich das erkenne, ob jemand bei den Anzeigen auftaucht. Aber an sich ist es urunfair. Reine Geldmacherei, ne? Dann auch noch differenzieren müsstest zwischen Mitarbeiter oder halt dem Bösewicht, ne, da in dem Chemieplant, also in der Chemiefabrik, das war es. Und an sich habe ich meinem Bruder vor langer Zeit mal versprochen gehabt, von wegen, dass wir irgendwann einmal das Spiel gemeinsam herzeigen werden. Also das heißt, vielleicht in der Zukunft kann es sein, dass ich das irgendwann einmal nochmal spiele mit meinem Bruder. Dann habe ich wenigstens eine tatkräftige Unterstützung an meiner Seite, weil wir das eben damals so gerne in der Spielhalle gespielt haben. Ne? Geh bitte herst, Kuhn! Was das Streu...
Die Streuung von der Schrotflinte ist wirklich groß, aber wird teilweise nicht gerechnet vom Spiel. Das finde ich doch ein bisschen unfair. Wobei theoretisch der hat sich gerade ergeben, wenn man das so rechnen will. Puh. 34, es wird immer schlimmer. Haben wir jetzt Nachtsicht? Na, noch nicht. Jetzt aber. Willst du da irgendwo direkt drauf fetzen oder was soll der Scheiß? Aha, oben muss ich da hintreffen. Gut zu wissen. Ich glaube, jetzt kommt der Endboss. Endboss. Ja. Na komm. Alter, wie viel hält der aus? Ich weiß, in der Spielhalle kann man das nicht, aber ich brauche ganz kurz eine Verschnaufpause. Auch der Dirty Harry oder Sledgehammer hätten eine Verschnaufpause braucht. Boah, Alter, bist du deppert. Und ich ziele eh schon richtig gut. Ja, na klar, aus der einen Rakete kann er 50 Mal feuern, na klar.
Feuer da gleich wieder 50 Mal. Ah, Maschinenpistole hat er, genau. Das spinnt schon ein bisschen die Leitgang, merke ich auch. Weil ich so oft nach rechts auf einmal schieße, obwohl ich in die Mitte vom Bildschirm gehe. Wow, endlich! Boah, Alter, das Spiel geht rein, hörst du, hör auf! Boah! Ich weiß, als Kind war ich auch fix und Foxy, wie ich das gespielt habe, aber ich glaube, als alter Mann halt eben, boah, Wahnsinn. So, damit hätten wir das auch geschafft, ne? Hätte ich mal gemeint. Also wie gesagt, an sich, mir gefällt super gut, mir gefällt die Musik ziemlich gut, das ist typisch 90er halt eben, dass es so treibend ist, alles ist spielhallenmäßig halt eben, von wegen... Es ist 1:1 wie in der Spielhalle, halt eben haben sie das Spiel auf das PlayStation rübergebracht und sowas, also mir gefällt es voll gut. Und ja, es gibt den zweiten Teil halt eben, der im Wilden Westen spielt. Ist auch cool, aber gefällt mir nicht so gut wie der erste Teil. Und wie gesagt, von den ganzen Varianten halt eben, mir gefällt die PlayStation-Variante am besten. Und wie gesagt, es ist tagesabhängig, welche mir danach gefällt. Ja. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß, mir zuzuschauen bei dem Ganzen. Ich lasse das Ganze jetzt da ausrennen und werde das auch im Video drinnen lassen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Vielleicht war das eine oder andere auch informativ für euch. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Ich kann nicht versprechen, ob in Zukunft noch mehr Videos kommen, wo ich mich in Schale werfe oder sowas. Das, bei dem Spiel habe ich mir gedacht, ich mache mir den Gag oder mache mir die extra Hocken dafür. Aber mal schauen halt eben. Dann danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch bleiben, gell, tschüss, Baba. Und ich werde jetzt nicht in die Kamera feuern. Also so fair bin ich auch, gell. Tschüss, Baba.